Mission Ice Fox. Two extreme athletes on an expedition to the northernmost point of the Norwegian island of Spitsbergen. Icy temperatures, blizzards, crevasses, and polar bears. The Arctic wilderness is a challenge for man and material. In dieser doch sehr, sehr exponierten Lage ist die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit aller Komponenten, die man dort mitführt, von erheblicher Bedeutung. Sie sind sicherheitsrelevant, sie können über Leben oder Tod entscheiden. There are several stages to overcome on the expedition. From the start, in the northernmost part of the Ostfjorden, the route goes over glaciers and dangerous stretches to the Asgardfauna Plateau at an altitude of more than 1,200 meters. Once there, the route goes south to the destination of Longyearbyen. The expedition is not only a top sporting performance, but also a special load test for the transport sleds. The Polka is a prototype made from thermoplastic Tikona materials, specially built for the tour on Spitsbergen. The project was initiated by Erik Foltz, an engineer at Tikona. In the internet, he came across the sleds built by Mike Fuchs, extreme athlete and photographer. Als ich dieses Bild betrachtete, mit dieser doch relativ einfachen Polka, also mit diesem Schlitten, habe ich dann gedacht, das können wir eigentlich auch umsetzen. Wir haben geeignete Werkstoffe dazu, gut, den Kufenwerkstoff ohnehin. Aber diesen gesamten Schlitten als High-End-Lösung wirklich für anspruchsvolle Expeditionen umzusetzen, das war nur ein ganz kurzer Gedanke, der dann im Prinzip direkt in ein Konzept überführt wurde. The idea soon becomes an ambitious plan. And Mike Fuchs is of course part of it. Im vergangenen August hat mich jemand von Tikona angerufen und hat gefragt, ob ich nicht mit einem neuen Material meinen Schlitten ausstatten möchte, um damit weiter in Richtung Norden vorzustoßen unter noch extremeren Bedingungen. Und da hat sich schon innerhalb dieses kurzen Telefonats hat sich schon daraus entwickelt, dass wir schnell auf einen Punkt kommen. The participants agreed the project within a few weeks, a top organizational and logistical performance. During this time, Erik becomes aware that he is ready to go to his personal limits for Mission Ice Fox. Das ist erst im Projektgeschehen so in mir entstanden, dass ich sage, okay, dann nehme ich auch diese sportliche Herausforderung an und gehe da selbst mit. Sprich, die gesamte Produktentwicklung, das Entstehen dieses Bauteils, dieses Schlittens zu sehen und dann in letzter Konsequenz zu sagen, wir wissen, dass das funktioniert, dessen waren wir uns von vornherein sicher, aber dann weisen wir es gleich selbst nach. Tikona succeeds in winning over for the project Alexander Bierwald, proprietor of the sled construction company Akapolka. His experience and know-how in Polka construction and design are the guarantee for the mission's success. Die Polka muss sehr leicht sein. Jedes Kilo spielt eine Rolle und bei den extremsten Anwendungen, zum Beispiel Nord- und Südpol-Expeditionen, spielen auch 50 Gramm eine sehr große Rolle. Das heißt also, je leichter die Polka selber ist, desto effektiver ist eigentlich die Fortbewegung. There is no superfluous baggage on an expedition. Every single piece is crucial to survival. Tent, sleeping bag, provisions, satellite phone, gas stove and fuel, flare gun and repair tools to cope with emergencies. Wir haben uns dann mit den Experten von Tikona zusammengesetzt und ein Material gesucht, was unseren Anforderungen technischerseits entspricht, jedoch leichter ist. Es ging uns ganz konkret darum, dass wir versuchen, noch leichter zu werden, als wir es bislang im Duroplast-Bereich machen. Duroplastic materials are classically used for expedition sleds. Akapolka is breaking the mold with the material for the runners and the unidirectional reinforced cell strand tapes from Tikona. The shell of the Polka comprises a thermoplastic composite material that makes the sled light but resilient. This also applies to Arctic conditions because this material retains its high strength and stiffness at extremely low temperatures. An ideal combination for a transport sled. Erik and Mike on a reality check in the wilderness. Vigilance and observance of certain rules of behavior
are the best protection on such freezing expeditions. Wir haben auch an dem Tag über 30, 40 Eisbär-Tracks gefunden, die uns ja doch ein wenig unheimlich vorkamen. Man sieht dann halt immer nur diese Fußspuren, wie sie dann teilweise die Berge so ein wenig am Fjord hochlaufen auf 10, 15 Meter Höhe. Und man weiß ganz genau, die sitzen jetzt irgendwo da oben und gucken einen an und warten eigentlich nur darauf, wann können sie zuschlagen. Eric completed an intense self-defense course before the tour to enable him to react even in emergencies. But what happens if they get caught off guard asleep? The two men set up a kind of tripwire around their tent. If a polar bear touches the fence, firecrackers explode and scare away the bears. About 3,000 polar bears live on and around Spitzbergen, and the danger of being attacked by one is just too big. Aus dem Grund haben wir beschlossen, sehr, sehr schnell von diesem Fjord wieder runterzukommen, hoch auf das Hochplateau. Und da war sehr viel Improvisation gefragt, sei es nun, dass wir zu zweit eine Pulka ziehen mussten, weil es vom Steigungswinkel einfach viel zu groß war, um dass einer die Pulka mit 65 Kilo hätte ziehen können. The men expect to take 2 to 3 days to cover the difficult ascent to the Asgard-Fonner Plateau. The team is assisted by the Polka itself only weighing 5.2 kilograms due to the new material. But it is still an energy-sapping task. Anstrengend. Viele, viele Höhenmeter auf ganz wenig Distanz. Das wird eine sehr, sehr interessante Erfahrung werden. Pulka mit 60 bis 65 Kilo. Und das über, naja, schätze ich, 20 Grad Steigungswinkel nach oben ziehen. Über 1 Kilometer. Eric and Mike lose 2 days due to the difficult ascent. And progress is slower than anticipated because of the extremely dry snow. The men decide to continue southwards via the Lomonossov-Fonner Plateau. The extreme athletes repeatedly have to demonstrate their improvisation skills on the tour. Wir hatten dann Elektronikprobleme, dass Teile von unserer Kommunikation nicht mehr richtig funktioniert haben. Und da haben wir versucht, dann die nötigen Teile zu löten mit einem einfachen Feuerzeug. Hat teilweise auch geklappt, war dann aber doch schwieriger als gedacht. Gut, ich habe jetzt den Ingenieur, den Erik, mit dabei gehabt, war perfekt für solche Dinge, weil er sich einfach damit auskannte und wusste ganz genau, was er wie löten musste. Viele Dinge konnte man nicht vorwegnehmen, nämlich das Einfrieren der Schuhe, die feucht werden. Wie kriegt man die Schuhe wieder trocken? Das Festfrieren der Einsteckschuhe in den Außenschuh, wie kriegt man das wieder auseinander, wie kriegt man den Schuh trocken? Also das sind alle solche Dinge, die man hier erstmal klären muss, aber bisher haben wir das alles auf die Reihe bekommen. The temperatures during the day are minus 20 to minus 25 degrees, and at night they fall with the wind chill factor to minus 50 degrees. The material withstands the freezing cold. However, the low temperatures give the men a hard time. Wenn wir laufen mit den Skiern oder jetzt wie hier, dass wir klassisches Man-Howling machen, auf den Schuhen durch den Schnee, dann ist das kein Problem. Aber immer in den Ruhezeiten gibt es kalte Füße. Mit den Fingerspitzen habe ich ein wenig Probleme, aber das kriegen wir schon in den Griff. Es sind mittlerweile 12 Tage um und wir sind noch nicht erfroren, also schaffen wir die letzten 8 Tage auch noch. Und da bin ich also guter Dinge und freue mich auf die nächsten Tage. Vor allem, wenn wir so ein schönes Wetter hier haben, dann kann das nur gut werden. Alexander Bierwald tested the sled extensively in Norway to ensure that the Polkas did not let the team down. A fall into a crevasse is simulated in the drop test. The Polka is exposed to an enormous load in this test. Wir haben die Polka auch mit Hilfe von Kites gezogen, so dass wir da größere Geschwindigkeiten hatten. Stabilität wurde getestet und die Flexibilität und die Schlagzähigkeit wurden getestet. The result of the drop test was especially surprising for the experts, because the carbon fibers in the traditional duroplastic laminate structures threatened to break on overloading. In diesem Fall haben wir gemerkt, dass diese Kohlefasern in der Matrix, in der verwendeten Matrix, eine gewisse Flexibilität behalten, so dass der gesamte Bugbereich
komplett zurückgeflext hat im Prinzip, sich quasi eingedrückt hat und dann wieder zurückgesprungen ist in den Ursprungszustand. Der Bruch war deutlich zu sehen, aber es war keine signifikante Einschränkung der Benutzbarkeit, der Funktion des Schlittens. So far, positive results in the advanced test. But how did the material fare in the Arctic? Mike tested his Polka unintentionally. Während der Tour gab es einen sehr, sehr langen Hang, wo ich mir einfach getraut habe, dort hinunter zu rodeln. Und durch die extreme Geschwindigkeit, die der Schlitten dann doch aufgenommen hat, kam ich dann früher oder später doch ins Strudeln und habe mich dabei überschlagen. Und dummerweise habe ich den Schlitten losgelassen. Der Schlitten ist weitergefahren ohne mich. Und ich war halt am Hang noch und der Schlitten ist über mehrere hundert Meter weiter noch Richtung Tal gefahren, wo ich dann auch nicht wusste, wird der Schlitten jetzt noch von einer Gletscherspalte überrascht? Wie weit fährt er jetzt noch runter? Fährt er jetzt noch 2-3 Kilometer runter und ich muss hinterherlaufen? Oder sind es nur ein paar hundert Meter? Fällt er jetzt irgendwie eine Gletscherspalte hinein? In dem Moment wäre natürlich vieles in Frage gestellt worden. Und wenn er dann von Schlitten dann abgeht, in der Gletscherspalte, dann ist er verloren. Und da wären wir auch niemals hinterhergekommen. Und in dem Moment wäre natürlich auch die Hälfte des Equipments weg, der Proviant. The Polka didn't fall into a crevasse, but it still had to withstand the considerable forces of such a turn at approximately 60 kilometers an hour. And this demonstrated the outstanding quality of the Sailstrand tapes. As in the previous tests, the dented parts simply return to their original shape. Jetzt im Nachhinein habe ich gesehen, dass eine Aluschiene ein wenig verbogen war, aber selber das Material, der Stoff, aus dem die Pulkas sind, dass der sich in keiner Weise verformt hat, dass es da zu Brüchen gekommen ist oder sonstiges. Und das hat mich schon sehr nicht verwundert, weil es von vornherein so auch mir kommuniziert wurde, dass mit diesem Material halt die und die Sachen ausgeschlossen sind. Und aus dem Grund habe ich mich auch auf das Material eingelassen. Und somit waren wir durchweg mit unseren Pulkas sehr, sehr gut bedient. The endless fiber reinforced Sailstrand tapes are ideal for components exposed to great mechanical loads. Several layers were bounded together and shaped under vacuum for the Polkas. Diese neue Möglichkeit, in solchen Schlitten thermoplastische Werkstoffe einzusetzen, hat Vorteile in der Herstellung der Schlitten selbst, bringt hinsichtlich der Masse des Schlittens, des Gewichtes, deutliche Vorteile und, wie sich gezeigt hat, hinsichtlich der mechanischen Eigenschaften des Schlittens, insbesondere im Crashfall, sprich, wenn ich einen Frontaufschlag habe, was durchaus auftreten kann, wenn ein Schlitten einen Hang herabrutscht und irgendwo anschlägt. Dort hat sich eben gezeigt, dass wir erhebliche Vorteile hatten mit den thermoplastischen Schlitten, weil keine Rissbildung auftrat. Mission Icefox can continue. Alone in the wilderness, with a view of sheer vastness. But Mike and Eric were in contact with the outside world. Family and friends were too anxious. The project participants were too curious. Ja, das widerspricht so ein wenig so den Gedanken, man bricht in die Einsamkeit auf. Aber ich finde es ganz besonders wichtig, heutzutage, also früher waren die Möglichkeiten einfach nicht da, davon zu berichten. Ich glaube auch, ein Scott und Amundsen, die hätten gerne mal eine Brieftaube losgeschickt, um zu erzählen, wo sie gerade sind, was sie so erleben. Hätten sie liebend gerne gemacht, das war einfach nicht möglich. Wir haben mittlerweile die Technik und warum sollten wir nicht darauf zurückgreifen? Und auch für die Daheimgebliebenen fanden wir es auch wichtig, die immer wieder auf dem Laufenden zu halten. Wie geht's uns? Weil es ist einfach nicht selbstverständlich, dort oben zu sein. Und so waren die in gutem Glauben, dass es uns gut geht, dass wir noch keine abgefrorenen Füße haben. Und somit haben wir gerne, sei es nun über Facebook oder sonstige Medien, immer regelmäßig Dinge gepostet. The physical exertion of the tour requires maximum energy intake. The athletes took 10 liters of fuel for cooking, but at the end, provisions were tight. 1,5 Kilogramm Schokolade, 2 Kilogramm Nüsse und Beeren, 40 Müsliriegel,
40 Tüten Suppe, Fertigsuppe, die wir abends dann als ersten Gang eingenommen haben. Zum Frühstück gab es üblicherweise Müsli. Hiervon haben wir über die gesamte Tour ca. 12 Kilogramm verzehrt. Für morgen reicht es genau noch für eine Portion. Und zum guten Schluss haben wir dann doch Resümee gezogen und gesagt, insgesamt war die Nahrungsmittelmenge, die wir mitgeführt haben, zu wenig. Man hätte mehr essen können, insbesondere was fettreiche Sachen anging, wie mehr Nüsse und mehr Milchpulver, was insgesamt dann doch einen etwas fetteren Anteil hatte. Mission Icefox, Day 21. Close to the goal, back in civilization. Mike takes time to bid farewell to the wilderness. Jetzt ist nur noch ein Tag und dann ist alles vorbei. Da hinten müssen wir irgendwo hin. Vielen Dank. More than 500 kilometers in 22 days, half of this on foot. During the Mission Icefox tour, it was not only the two men who showed what they were made of. The polkas and the material proved their worth and worked perfectly under maximum continuous mechanical loads and extreme weather conditions. Wir stehen jetzt hier neben dem Resultat. Abschnitt 1 des Projektes ist erfolgreich abgeschlossen. Abschnitt 2, 3 werden jetzt angegangen. Und ich bin weiterhin sehr zuversichtlich, dass wir an diesem Material bis zur Serienreife arbeiten können. Die nächste Generation. Next Generation, genau. Zum Test stehe ich gerne zur Verfügung.